Ein Hoch über Osteuropa sorgt am Wochenende für überwiegend ruhiges Wetter in Deutschland. Dabei erreicht uns vom Mittelmeer etwas wärmere Luft und die Temperaturen steigen häufig auf zweistellige Plusgrade. Der Winter hat sich zumindest vorübergehend nach Nordskandinavien zurückgezogen. Über Südwesteuropa und dem westlichen Mittelmeer hingegen sorgen Tiefdruckgebiete für wechselhaftes und kühles Wetter. Der Samstag beginnt häufig noch mit dichten Wolken- oder Nebelfeldern. Regen fällt aber nur vereinzelt. Vor allem im Süden und Südwesten kommt im Tagesverlauf zeitweise die Sonne zum Vorschein. Aber auch in der Mitte lockert sich die Wolkendecke gebietsweise auf und macht der Sonne Platz. Im Norden sind die Chancen auf Sonnenschein dagegen am geringsten. Es wird wärmer. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 7 Grad an der Oder und örtlich 14 Grad am Rhein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen. Am Sonntag halten sich im Norden und Nordwesten sowie in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin dichtere Wolkenfelder. Örtlich fällt auch etwas Regen oder Nieselregen. Im Osten, in der Mitte und im Süden Deutschlands scheint, nachdem sich Nebel oder Hochnebel aufgelöst haben, auch mal längere Zeit die Sonne. Zum Abend hin wird es dann auch am Hochrhein, am Bodensee und in den Alpen wolkiger und die Regenwahrscheinlichkeit steigt etwas an. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Werte zwischen 6 und 14 Grad. Mehr Informationen zum Wetter finden Sie unter www.wetterkontor.de oder bei Facebook und Twitter unter Wetterkontor. Wir wünschen Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende.